Als Elmar Benjamin 1969 seinen ersten Soloflug absolvierte, war er gerade 16 Jahre alt. Bis Mitte der 1980er Jahre war er Mitglied des Northern Lights Aerobatic Teams. Der Rumpf dieser Maschine ist ein Nachbau der R2 von 1932, die damals am Bendix Trophy Race und am Thompson Trophy Race teilnahm. Thank you.